Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Hier bin ich wieder. In einem völlig neuen Moment. Jenseits von Raum und Zeit. Jenseits von unserer Geschichte als Mensch. Von diesen Bildern, die so wirklich erscheinen. Und doch nichts sind. Warum sind sie nichts? Weil sie Gott nicht erschaffen hat. Gott hat keine Welt erschaffen, in der sich alles wandelt, in der sich alles verändert. Gott hat keinen Geist erschaffen, der Bilder macht. Und der an diese Bilder glaubt und der diesen Bildern mehr Wirklichkeit gibt als dieser inneren Stimme, der Stimme des Heiligen Geistes. Weil alles, was ich in Bildern sehe, verändert sich, leidet, wird krank und stirbt. Das ist die Welt des Egos. Das ist die Welt der Veränderung, in der es nur eine Konstante gibt, die sicher ist, und das ist der Tod. Alles andere ist kurzlebig. Nur der Tod, der lebt ewig. Und so danke ich euch, meine Brüder, dass ihr hier seid, bereit seid. Aus der Geschichte auszusteigen, die sich Welt nennt. Aus dieser menschlichen Dramengeschichte einfach auszusteigen. Nur für einen einzigen Augenblick. All diese Ideen hinter uns zu lassen. Sich nicht mehr mit diesen Bildern zu beschäftigen. Sie kommen und gehen. Und sie kommen wieder und sie gehen wieder. Und sie sind für einen Moment scheinbar hier und dann gehen sie wieder. Es ist ein Kommen und Gehen. Es ist ein Traum. Nichts in diesem Traum ist verlässlich. In diesem Traum gibt es keine Liebe. Weil Liebe unveränderlich ist, sich aber alles im Traum verändert. Das, was wir hier Liebe nennen, ist die Illusion von Liebe, ist die Idee, dass ich Liebe außerhalb von mir finden könnte. Und wir wissen bereits, dass es eine veränderbare Liebe ist. Und alles, was sich verändert, ein Ende hat. Und da hilft uns einfach Jesus im Kurs glanzklar zu sagen, alles hat hier ein Ende. Suche nicht nach der Liebe in der Zeit. Suche nicht nach der Liebe in den Formen. Suche nicht außerhalb von dir. Dort, wo sie nicht ist. Dort, wo du nur die Illusion von Liebe finden kannst. Dort, wo es keine Verbindung gibt, in Raum und Zeit, gibt es nur Austausch von etwas, das wir Liebe nennen. Aber sich verändert und das, was sich verändert, kann keine Liebe sein. Und alles, was du mit den körperlichen Augen siehst, verändert sich. Deshalb kann es keine Liebe geben. Es muss Angst sein, ein scheinbares Gegenteil von Liebe. Alles, was aus einem Mangel heraus gesucht wird, muss Angst sein. Die Liebe kann man nicht suchen,
und Gottes nicht im Mangel. Und daran erkennen wir den Unterschied. Alles, was ich in Bildern sehe, ist die Idee von Mangel. Die Idee von nicht genug haben. Die Idee von mehr haben wollen. Mehr zu brauchen. Mehr zu wünschen. Ich wünsche mir, erfolgreicher zu sein. Ich wünsche mir eine bessere Beziehung. Ich wünsche, wünsche, wünsche. Das ist die Idee, die wir, die ich aus der Idee von Weihnachten gemacht habe, die Idee der Wünsche. Es kommt alles auf eine Wunschliste, weil ich glaube, dass ich es noch nicht habe. Aber das, was ich wünsche, kann nur das sein, was ich mir verweigere in meinem Denken. Gott hat keine Wünsche. Gott ist wunschlos glücklich. Er hat keine Wünsche. Solange ich Wünsche habe, kann ich nicht glücklich sein, weil ich im Mangel bin, weil ich in der Verleugnung der Vollkommenheit, der Schöpfung, der Liebe Gottes, des Christusgeistes bin. Und so gehe ich herum an der Welt und wünsche mir in diesen Bildern, dass sich was verändert. Wäre es doch nicht schön, bessere Beziehungen zu haben, an einem anderen Ort zu leben, nicht mehr arbeiten zu müssen. Wünsche, Wünsche, Wünsche. Es ist die Zeit der Wünsche. Das habe ich aus Weihnachten gemacht. Ein Fest des Mangels. Oder einen Ort des Mangels. Oder einen Gedanken des Mangels, könnte man besser sagen. Und das alles führt nur immer zu Leiden. Es kann ja nichts mangeln, wo nichts ist. Es kann ja nichts mangeln, wo nichts ist. In den Bildern ist nichts. Und Gott ist alles und in ihm kann nichts mangeln. Es gibt keinen Mangel in Gott. In dem, was ich glaube, dass ich bin, gibt es sehr wohl Mangel. Und ich brauche und ich wünsche und ich benötige. Sind wir doch ehrlich, kommen wir doch zusammen, um ehrlich zu sein. Nur für einen Moment, um zu erkennen, dass wir jenseits dessen gehen können. Um zu erkennen, dass es in Gott keinen Mangel gibt. Und dass mein einziges Bedürfnis das ist, wieder Gott zu erfahren. Solange ich im Mangel bin, kann ich nicht glücklich sein. Solange ich im Wünschen bin, kann ich nicht glücklich sein. Weil mir nichts fehlt. Wenn ich erkenne, dass mir nichts fehlt, dann kann ich glücklich sein. Dass ich keine Bedürfnisse habe. Und wenn es scheinbare Bedürfnisse gibt, ist es nur das einzige Bedürfnis nach Gott. Wieder zu erinnern, dass ich vollkommen bin, vollkommen geliebt, vollkommen sicher, dass es keinen Mangel gibt. Dass Mangel unmöglich ist in der Schöpfung, in einer vollkommenen Schöpfung, in einem liebevollen Vater, kann es keinen Mangel geben. Immer wenn ich das Gefühl des Mangels habe, habe ich das Ego gewählt oder die Schwäche des Egos anstatt der Stärke Christi. Und so kommen wir heute zusammen, meine lieben Brüder, um zu uns zu erinnern, dass es hier und jetzt, im Hier und Jetzt, im jetzigen Moment, in Gott keinen Mangel gibt. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seid vollkommen, hat Jesus gelebt, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nimm deine Vollkommenheit an. Und in dieser Vollkommenheit gibt es keinen Mangel. Sind alle Wünsche bereits befriedigt. Und ich kann ohne Grund glücklich sein. Ich brauche keinen Grund.
Gott ist mein Grund. Ich bin nur glücklich, weil Gott mit mir ist, weil ich vollkommen bin, weil es keinen Mangel in mir gibt. Danke, meine lieben Brüder, dass wir das erinnern können. Dass du mir die Möglichkeit gibst, hier und jetzt meine Vollkommenheit in dir wahrzunehmen, in dir zu sehen. Dass du das Licht der Welt bist. Das Licht der Welt, das keinen Mangel kennt. Wunschlos glücklich. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Ich bin eins mit ihm, der alles vollkommen erschaffen hat. Und so danke ich dir, mein lieber Bruder, für diese Erinnerung heute. Für diese unglaubliche Gnade, erinnern zu dürfen, gemeinsam mit dir, durch dich, mit dir. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist die Einladung an die Wunderwirkenden, ihre Vollkommenheit anzuerkennen. Und wenn Vollkommenheit da ist, erkannt wird, gibt es kein Leiden, weil Mangel, das ist, was Leiden ist. Danke, meine lieben Brüder, ich umarme dich und wir sehen uns in einem Augenblick. Danke.